Läuft schon. So, geht los. Es geht los. Es geht los mit Guten Morgen, Yogis und Yoginis. Einen wunderschönen guten Morgen. Und der wird wunderschön, denke ich mir, wenn wir gemeinsam in den Tag starten. Und vielleicht hat ja schon einer oder andere, der eine oder die andere, das Gesicht mal so in die Sonne gehalten und die Augen zugemacht dabei und sich selbst gespürt und so die Geräusche um sich herum wahrgenommen. Und vielleicht auch gedacht, oh, ist das Leben schön. Ich bin da, ihr seid da, also was kann es Besseres geben? Vielleicht nur ein, zwei Dinge, aber nicht mehr. Ja? Gut. Habt ihr die Matte ausgerollt? Und vielleicht auch etwas für zum Abstützen, zum Abpolstern der Knie bereitgelegt? Wenn die Knie ein bisschen empfindlich sind, ne, immer so ein bisschen den Griff näher haben, dann auf jeden Fall sollt ihr euch heute möglichst wohlfühlen bei den Übungen. Und bitte gestalte jede Übung so, dass du dich dabei wohlfühlst. Das ist, ja, dahin solltest du deine Aufmerksamkeit möglichst ausrichten, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir bleiben im Stand, ihr seid hoffentlich im Stand, sonst kommt bitte einfach in den Stand hoch. Füße aus, Luft breit, parallel. Spür den Boden unter deinen Füßen. Verwurzel dich gut mit dem Boden. Und dann lass deine Arme ganz locker, ganz locker, ganz los, die Schultern los. Ganz los. Schwing sie ein bisschen und drehe dann auch die Hände dabei. Ganz ohne Anstrengung. Beweg die Schultern mit. Zieh an deinen Körperseiten liegende Achten. Ganz locker. Ganz locker. Kreis, diese liegende Acht. Dreh die Hände dabei, die Arme, die Schultern drehen sich mit und wipp ein wenig in den Knien. Lass die Arme dann locker hängen. Geh einen Schritt nach vorn, verlagere dein Gewicht etwas auf dein vorderes Bein und geh wieder in diese liegenden Acht. Nach vorne runde den Rücken etwas, nach hinten komm leicht in die Rückbeuge und beweg auch dein vorderes Knie mit, beug es und streck es. In dieser Bewegung ganz weich. Achte auch auf die Rückbeuge, öffne deinen Brustkorb. Ja. So, so gut. Und dann wechseln wir das Bein, andere Seite, und geh etwas zur anderen Seite mit deinem Oberkörper, etwas nach vorne runden, Knie beugen, nach hinten das Bein strecken und in die Rückbeuge kommen. Ganz weiche, entspannte Bewegung. Fuß, atme tief ein, nimm die Arme über die Seite hoch.
mit der Ausatmung Gebetshaltung. Lass deinen rechten Arm in dieser Gebetshaltungsposition und den linken Arm über die Seite. Blick in deine Handfläche. Nimm den Arm wieder zurück. Nimm ihn wieder nach außen. Nimm ihn wieder zurück. Verfolg den Blick, die Bewegung. Verfolg mit deinem Blick die Bewegung von deinem Arm. Und dann geh über vorne, nach oben, über vorne, wieder zurück, über vorne, nach oben und wieder zurück, über vorne, nach oben und wieder zurück. Linke Arm bleibt in Gebetshaltung, rechts über die Seite. Verfolg die Bewegung mit deinem Blick. Seite, wieder zurück und jetzt über vorne, nach oben und wieder zurück, und vorne, nach oben und wieder zurück, über vorne, nach oben und wieder zurück und jetzt nochmal mit beiden Armen, Blick geradeaus, atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Noch einmal ein, aus, über vorne beide, nach oben, Blick bleibt geradeaus und wieder Gebetshaltung. Und über vorne, nach oben und wieder zurück, über vorne, nach oben und wir beenden wieder zurück und schwing etwas durch, locker, ganz locker, ganz locker, ganz locker, locker, jawohl. Dein linkes Bein ist dein Standbein, richte dich wieder auf. Den Fuß, den linken Fuß, dreh etwas nach außen. Das rechte Knie zieh etwas heran. Dreh das Knie nach außen. Und dann komm in die Position des Tänzers. Veränder gerne. Beide Hände auf Bauchnabelhöhe, setz deinen rechten Fuß etwas nach außen, dreh ihn etwas nach außen, beug beide Knie, zieh sie nach außen und komm über deine rechte Seite, streck dich zur rechten Seite, nimm deinen rechten Arm nach vorne, deinen linken Arm etwas nach hinten, dreh dich etwas nach links auf. Zieh beide Knie etwas nach hinten, nimm beide Arme über Kopf, streck dich zur rechten Seite. Ganz lang, komm lang gestreckt über vorne, nach oben und Arm zurück. Breiter Stand, dreh den rechten Fuß etwas nach außen, verwurzel dich mit dem Boden, zieh dein linkes Knie etwas nach oben, dann nach außen und komm wieder in die Position des Tänzers. Veränder die Position deiner Arme. Bring beide Hände auf Bauchnabelhöhe,
außen, Zehen zeigen etwas nach außen, beug die Knie etwas, zieh sie nach hinten, nimm deine Arme über die Seite, streck dich nach links, zieh den linken Arm nach vorn, dreh dich etwas nach rechts auf, zieh beide Knie nach hinten. Beide Arme zur linken Seite, zieh die Knie etwas nach hinten, streck dich ganz in die Länge, ganz lang. Dann dreh deinen Oberkörper zum Boden hin, komm lang gestreckt zur Mitte und wieder hoch und Arme lösen. Weiter Stand, atme ein, streck dich. Atme aus, leg den rechten Handrücken an den unteren Rücken, den rechten Handrücken an den unteren Rücken, rechte Hand, linke Hand, linke Hand unter den rechten Rippenbogen, roll die Schultern nach hinten unten. Dreh dich von der Taille ausgehend zur rechten Seite. Streck dich in die Länge, gib dein Kinn etwas an. Streck jetzt beide Arme nach oben, etwas rechts und blick nach hinten. Streck dich in die Länge, die Daumen zeigen zueinander, die Finger sind gespreizt. Streck dich in die Länge hoch. Steißbein sinkt tief. Und jetzt lehne ich etwas nach hinten in die Rückbeuge. Mach dich ganz lang. Dreh dich aus der Taille heraus, wieder zur Mitte hin. Leg deine rechte Hand unter den linken Rippenbogen. Linke Handrücken an den unteren Rücken, dreh dich von der Taille ausgehend nach links. Kopf geht mit. Streck deine Wirbelsäule, die Halswirbelsäule, Steißbein schaut nach unten. Und aus dieser Position heraus streck beide Arme nach oben. Daumen zeigen zueinander. Finger sind gespreizt. Bring Länge in deine Wirbelsäule. Lehn dich jetzt noch zusätzlich etwas nach hinten. Dreh dich vielleicht noch ein bisschen auf. Probier's. Dreh dich langsam aus der Taille heraus. Wieder zur Mitte hin. Und lass deine Arme wieder sinken. Atme ein, beug die Knie, atme aus, Arme nach hinten, runde den Rücken. Atme ein, komm in die Rückbeuge, schieb die Leisten nach vorn. Atme aus, beug die Knie etwas, Blick Richtung Knie, Arme nach hinten. Atme ein, streck dich nach oben, schieb die Leisten nach vorne, komm in die Rückbeuge, Schultern entspannt. Atme aus, beug die Knie, runde den Rücken, Arme nach hinten oben. Atme ein, komm in die Rückbeuge, Leisten nach vorne. Achtung, mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf. Und nimm die Arme über vorne und lass sie sinken. Eine Grätsche etwas größer, Füße etwas nach außen. Geh etwas tiefer in die Knie, das Steißbein schaut nach unten. Atme ein, zieh die Knie nach hinten. Atme aus, mach dich rund. Atme ein, zieh die Knie nach hinten, Steißbein sinkt nach unten. Atme aus,
mach dich rund. Atme ein. Überkreuz deine Arme im Wechsel. Mach dich rund. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Achtung, atme ein, bleib aufgerichtet, leg deine Hände auf deine Oberschenkel, zieh dein Becken, dein Steißbein nach unten, Knie nach außen. Jetzt mach so kleine wippende Bewegungen. Die Knie wippen ganz weich, Knie zeigen nach außen, Becken zeigt nach unten, kleine wippende Bewegung. Gesicht entspannt, Schultern entspannt, kleine wippende Bewegung. Verlager dein Gewicht auf dein linkes Bein, den linken Fuß. Atme ein, streck etwas dein linkes Bein, dein rechtes Bein geht seitlich hoch. Beweg dein rechtes Bein etwas rauf und runter, rauf und runter. Streck dich zur Seite. Und setz dein Bein wieder ab, bleib in der Grätsche. Kleine wippende Bewegungen. Steiles Bein schaut nach unten, Knie nach hinten. Wippende, weiche Bewegung. Gesicht entspannt, Schultern entspannt. Verlager dein Gewicht auf rechts. Fester Stand. Nimm die Arme nach oben, seitlich gern, also etwas geöffnet. Und streck dein linkes Bein. Und zieh es etwas nach oben, lass es nach unten, zieh es etwas nach oben, nach unten. Seitlich raus, wieder runter, streck dich in die Länge dabei. Und setz es wieder in die Grätsche zurück und geh tief. Drück deine Knie auseinander. Gebetshaltung auf Brusthöhe, Schultern entspannt, belaste deine Fußsohlen komplett. Setz deine Hände auf die Matte, heb dein Becken an und komm in den Kniestand. In den Kniestand, richte dich auf. Also wer jetzt die Knie etwas abpolstern möchte, aber wir bleiben nur ganz kurz im Kniestand. Fußrücken liegen auf der Matte, drück deine Oberschenkel kräftig aneinander und die Fußinnenseiten kräftig zusammendrücken. Oberschenkel zusammendrücken, Fußinnenseiten kräftig zusammendrücken. Bitte so auch halten. Zusammengedrückt, Oberschenkel, Fuß, Innenseiten, halten, fest zusammengedrückt und dann setz dich langsam ab, halt den Druck fest und setz dich langsam ab. Und jetzt kannst du deine Oberschenkel entspannen. Atme ein. Atme aus, setz eine Hand an der Seite ab und streck deine Flanke. Richte den Blick gerne nach oben. Wenn deine Halswirbelsäule es als angenehm empfindet, nur so weit bitte den Kopf in den Nacken legen, wie es dir angenehm ist. Atme ein, komm wieder hoch. Andere Seite, atme aus, Fingerspitzen ab. Atme ein, komm wieder hoch, Schultern sinken tief. Atme aus,
Seite wieder. Atme ein, streck dich wieder nach oben. Atme aus. Noch einmal jede Seite. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Komm bitte in den langen Sitz. Wer möchte, kann die Matte gerne etwas aufrollen und sich mit dem Becken draufsetzen, wenn dir das angenehm ist. Ja? Sonst lass sie ausgerollt. Wir gehen in den Stabsitz, beziehungsweise sind schon fast im Stabsitz. Die Beine liegen eng nebeneinander, ganz zusammen nebeneinander, die Zehen zeigen nach oben. Wenn du deine Sitzknochen jetzt nicht spürst, dann heb das Becken mal rechts, links an, zieh die Gesäßmuskeln etwas auseinander und verwurzel dich über deine Sitzknochen in die Matte hinein. Von dort aus, von den Sitzknochen aus, bringst du dich in die Länge. Die Wirbelsäule streckt sich. Ganz viel Platz zwischen Schambein und Nabel, Nabel und Rippenbögen. Zieh deinen Brustkorb und dein Brustbein nach oben. Deine Schultern sinken nach unten. Zieh dein Kinn etwas nach hinten. Streck deine Halswirbelsäule. Atme ruhig und tief. Die Zehen zeigen nach oben. Mit deiner nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung streck dich nach vorne. Zehen bleiben weiterhin nach oben gerichtet und kommen in die Vorbeuge wie tief. Versuch dein Brustbein nach vorne zu ziehen. Mit der Einatmung richtest du dich wieder auf. Mit der Ausatmung bringst du die Hände hinter dein Becken und die Finger zeigen zum Becken hin. Mit der nächsten Einatmung kommen wir in die umgekehrte schiefe Ebene. Schieb deine Ballen, deine Zehen gegen die Matte. Mit der Ausatmung setz dich langsam wieder ab. Komm wieder in die Stabhaltung, in eine gerade aufgerichtete Position. Atme ein, streck die Arme wieder. Atme aus, geh nach vorn, möglichst lang gestreckt. Das Brustbein zeigt in die Richtung. Atme ein, komm wieder hoch. Atme aus, Hände hinter das Becken. Atme ein, Becken hoch, schieb die Ballen und die Zehen gegen die Matte. Atme aus, setz dich wieder ab. Bleib gut aufgerichtet, Zehen zeigen nach oben. Atme ein, atme aus. Atme ein, komm wieder hoch. Atme aus, Hände hinter das Becken. Atme ein, streck dich.
die Beine, heb dein Becken an, finde eine gute Position für deinen Kopf, schieb die Schlüsselbeine auseinander, Becken hoch, schieb deine Füße gegen die Matte, die Zehen, die Ballen. Atme ein, aus, Entschuldigung, setz dich wieder ab. Atme ein, über die Seite. Atme aus, geh ein letztes Mal nach vorn. Das Brustbein schiebt in die Länge, die Schultern rutschen Richtung Becken, die Halswirbelsäule ist lang, Zehen zeigen nach oben. Atme tief ein, richte dich wieder auf und streck die Arme nach oben. Atme aus, dreh dich zur rechten Seite, setz die Hände ab, runde deinen Rücken, Blick ist etwas nach hinten gerichtet, Arme, die Ellenbogen sind leicht gebeugt. Streck deinen rechten Fußrücken in die Länge, ganz lang, Zehen ganz lang, zieh vom linken Fuß die Zehen zum Schienbein hin und dann wechsel wieder. Rechte Fußzehen zeigen zum Schienbein, Ferse schiebt etwas in die Länge, links der Fußrücken, die Zehen werden ganz lang. Und noch ein letztes Mal Wechsel, rechts Fußrücken, Zehen lang, links die Zehen Richtung Schienbein, die Ferse etwas in die Länge schieben. Und dann beide Füße lösen, dreh über die rechte, oder streck dich über die rechte Seite hoch, atme ein, nimm die Arme über die Seite hoch, atme aus, komm zur Mitte und lass die Arme sinken. Bring deine Beine wieder zusammen, atme ein. Atme aus, dreh dich nach links und runde deinen Rücken, ich drehe mich mal andersrum, runde deinen Rücken, setz deine Hände ganz entspannt ab, Ellenbogen sind leicht gebeugt, Blick ist etwas nach hinten ausgerichtet. Streck deinen linken Fußrücken, die Zehen ganz in die Länge. Zieh rechts die Zehen zum Schienbein heran, schieb die Ferse etwas in die Länge. Wir wechseln. Rechts den Fußrücken, die Zehen ganz in die Länge schieben, links die Zehen zum Schienbein heran. Spür diese kleinen Bewegungen im Beckenbereich. Und jetzt nochmal wechseln. Rechts die Zehen heran, die Ferse schiebt etwas in die Länge. Links der Fußrücken streckt sich ganz lang, Zehen ganz lang, ganz lang. Und lösen. Mit der Einatmung bleib links gedreht, mit der Einatmung richte dich wieder auf. Nimm die Arme über die Seite und winkel nach oben vielleicht. Dreh dich langsam zur Mitte hin, Beine bleiben eng zusammen. Mit der Ausatmung streck dich lang nach vorne wieder. Brustbein strebt wieder ganz in die Länge. Und mit der nächsten Ausatmung entspann deine Beine, deine Füße, der Rücken rundet sich, zieh dein Schambein etwas zum Nabel heran, die Schultern sinken nach vorne, entspann dein Gesicht, deinen Unterkiefer.
deinen Kopf wieder an. Das Brustbein schiebt sich nochmal nach vorne, die Schultern nach hinten unten. Richtig langsam wieder auf. Dreh dich einmal, komm in den Vierfüßlerstand. Handgelenke sind unter den Schultern, Knie, Hüften senkrecht übereinander. Dreh aus den Handgelenken heraus, deine Hände nach außen, deine Finger nach außen. Stell ein Bein nach dem anderen gestreckt ab, hüftbreiter Abstand, schieb die Fersen in die Länge, dein Schambein etwas zum Nabel hin. Der Nacken ist lang, Blick geht zur Matte, atme in Ruhe weiter. Wir werden ein paar Varianten vom Brett durchlaufen. Ganzkörperkräftigung. Im Fokus Schulterkräftigung. Atme in Ruhe weiter. Fersen schieben in die Länge. Schambein geht etwas zum Nabel. Mit deiner nächsten Ausatmung setz deine Knie langsam ab. Fußrücken auf die Matte. Das Becken nach hinten schieben, Arme bleiben gestreckt, setz deine Stirn ab. Zurück in den Vierfüßlerstand. Ausgangsposition, Handgelenke sind unter den Schultern, Knie, Hüften, eine Linie. Dreh die aus den Handgelenken heraus, die Hände zueinander hin. Die Ellenbogen zeigen nach außen. Setz ein Bein nach dem anderen gestreckt ab. Schieb die Fersen in die Länge, Schambein zum Nabel. Schultern Richtung Becken und der Blick geht zur Matte, der Nacken ist lang. Atme in Ruhe weiter. Ellenbogen zeigen nach außen. Setz langsam bitte die Knie wieder ab, Fußrücken auf die Matte, dreh deine Finger wieder zum Anfang der Matte hin, zieh dein Becken ganz lang nach hinten, ganz lang, Stirn bitte nicht ablegen, Nacken ist lang, zieh dein Kinn etwas nach hinten, streck deine Halswirbelsäule. Und dann kommen wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Dran denken, Knie, Hüften, erstmal Ausgangsposition, eine Linie, Handgelenke unter den Schultern. Die Finger zeigen nach vorne, auch die Daumen zeigen nach vorne. Dreh deine Armbeugen so, dass sie nach vorne zeigen. Setz ein Bein nach dem anderen wieder gestreckt ab, Fersen schieben in die Länge, Schultern Richtung Becken, Nacken ist lang. Verlagere dein Gewicht etwas auf deine linke Hand, auf deinen linken Arm und zieh den rechten Arm zu dir hin. Armbeugen zeigen nach vorn. Setz deinen rechten Arm wieder zurück und zieh den linken Arm etwas näher zu dir heran. Fersen sind lang, Schambein etwas zum Nabel.
Setz deine linke Hand wieder zurück. Setz deine rechte Hand etwas nach außen. Linke Hand etwas nach außen. Finger zeigen nach vorn, auch die Daumen, Fersen lang, Schultern Richtung Becken. Nacken ist lang, Schambein etwas zum Nabel. Armbeugen zeigen nach vorn. Setz deine rechte Hand wieder zurück, linke Hand wieder zurück, Handgelenke sind unter den Schultern. Linke Hand näher zu dir hin. Wieder zurück. Rechte Hand näher zu dir hin, wieder zurück. Knie langsam auf die Matte setzen, Fußrücken ab, Becken nach hinten, Arme im weiten Bogen nach hinten, Stellung des Kindes. Entspann deine Schultern und dein Gesicht. Beweg ein wenig spielerisch deine Finger, deine Handgelenke. Und dann schieb deine Schlüsselbeine, deine Schultern weit auseinander. Deine Ellenbogen sind leicht gebeugt, ganz entspannt. Lass deinen Kopf tief in die Matte sinken. Einen weiten Bogen, nimm deine Arme wieder nach vorne und richte dich wieder auf zum Vierfüßlerstand. Stell die Zehen auf. Mit der Einatmung heb deine Knie etwas an, zieh dein Becken ganz nach hinten lang, ganz in die Länge, ausatmend und streck jetzt so weit, wie es dir möglich ist, die Beine. Lass sie gerne etwas gebeugt. Der Kopf hängt frei, die Hände schieben gegen die Matte, gegen die Matte. Verlagere dein Gesicht ganz nach hinten. Werd ganz lang, Becken steigt nach oben. Einatmen, verlagere dein Gewicht auf links, heb dein rechtes Bein an, beug dein Knie, öffne deine rechte Hüfte. Zieh deinen rechten Fuß ganz nach hinten, hinter deinen Rücken, ganz weit. Dreh dich wieder zur Mitte hin, streck dein Bein nochmal in die Länge, mach dich ganz lang. Ausatmend zieh deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Beug dein vorderes Knie, einatmend, komm langsam hoch, streck dich. Ausatmend, setz die Hände wieder ab, Fuß zu Fuß. Einatmend, streck dein rechtes Bein wieder hoch, Knie beugen, Hüfte aufdrehen, rechter Fuß zeigt nach hinten. Dreh dich wieder zur Mitte, schieb dein rechtes Bein nochmal in die Länge. Die Wirbelsäule ist ganz lang, schieb deine Hände gegen die Matte. Ausatmen, zieh dein rechtes Knie nach ganz nach vorn, Fuß nach vorn, zwischen die Hände. Vorderes Knie beugen, einatmen, komm langsam hoch, streck dich in die Rückbeuge. Ausatmen, geh wieder tief. Und Fuß zu Fuß. Hände schieben gegen die Matte. Einatmend, streck dich wieder ganz in die Länge. Beug dein Knie, dreh dich wieder auf. Öffne die Hüfte, zieh dein Bein ganz nach hinten. Achtung, verlagere dein Gewicht auf deine linke Hand. Dreh den Fuß am Boden zur Seite hin, komm in Wild Thing
und streck dich, Brustkorb zeigt hoch zur Decke. Streck dich lang. Schwing deinen rechten Arm wieder zur Matte hin und hinab, schon da. Etwas beugt die Knie etwas, schiebt die Hände gegen die Matte. Streck deine Beine. Die Ellenbogen bleiben ganz weich, die Hände schieben gegen die Matte. Becken strebt nach oben, Kopf hängt locker. Mit der nächsten Einatmung verlagere dein Gewicht auf rechts. Streck dein Bein ganz nach oben in die Länge, bis in die Zehenspitzen. Beug dein Knie, öffne deine Hüfte und jetzt zieh deinen linken Fuß nach hinten. Schieb deine Hände gegen die Matte, dreh wieder zurück, streck dein Bein nochmal in die Länge. Ausatmen, zieh dein linkes Knie nach vorne, stell den Fuß ab. Dreh den hinteren Fuß etwas aus, vorne Knie beugen. Mit der Einatmung richte dich auf, streck dich in die Rückbeuge. Ausatmend setz deine Hände wieder tief und Fuß zu Fuß zurück. Verlager dein Gewicht, zieh, schieb dein Gewicht nach hinten und die Hände gegen die Matte schieben. Einatmend, Bein hoch, Knie beugen, Hüfte öffnen, der Fuß zieht nach hinten. Bleib in deiner Länge mit der Wirbelsäule. Dreh dich wieder zur Mitte, streck dein Bein nochmal in die Länge, die ganze Wirbelsäule. Zieh dein gebeugtes Knie nach vorne, Fuß ab, hinteren Fuß ausdrehen. Vorderes Knie beugen, Füße stabilisieren. Einatmen, komm wieder hoch und in die Rückbeuge. Ausatmen, geh wieder tief. Und wieder Fuß zu Fuß, hinabschauender Hund. Spreiz die Finger auseinander. Schieb die Hände gegen die Matte, lass den Kopf hängen. Mit der nächsten Einatmung streck dein Bein nochmal ganz in die Länge, ganz lang. Dreh dich auf, willkommen im Waltzing, andere Seite, setz deinen linken Fuß ab und Brustkorb öffnen, zur Decke. Und schwing deinen linken Arm langsam wieder zurück. Dreh dich zurück. In den hinabschauenden Hund. Beug deine Knie, beug deine Ellenbogen. Kinn Richtung Brustbein. Atme ruhig. Ausatmung, setz deine Knie langsam ab. Öffne deine Knie, deine Unterschenkel und setz dich langsam mit dem Becken auf der Matte ab. Oh, jetzt sehen wir es. Wenn das sehr schwierig ist, wenn das heute Morgen nicht so gut, ganz gut geht, dann nimm dir ein Kissen, bring es unter dein Becken, dann setz dich ab. Leg deine Hände ganz locker nah am Körper ab, roll deine Schultern nach hinten unten
entspann dein Gesicht. Lass deinen Atem unten fließen. Lass dein Becken tiefer und tiefer sinken. Wirbelsäule bleibt entspannt und aufgerichtet. Die Halswirbelsäule bleibt angenehm gestreckt, Schultern, Arme entspannt. Spann mehr und mehr deine Beine. Lass dein Becken mehr und mehr Richtung Matte sinken. Öffne wieder die Augen, setz deine Hände vor dir ab und richte dich wieder auf mit dem Becken. Dreh dich so, dass du gleich bequem in die Rücklage, in die Rückenlage kommen kannst. Nein, noch keine Entspannung, aber ähnlich. Ja? Und dann Beine wieder nach vorne. Dass du genügend Platz hinter dir hast. Gib deine Hände gerne in die Kniekehlen. Mach dich ganz rund. Mach dich ganz rund. Lass dich langsam zur Matte runtersinken. Stell beide Füße auf die Matte. Heb dein Becken ein klein wenig an, schieb dein Steißbein in die Länge und so langgezogen, mit dem Steißbein langgezogen, setz dein Becken wieder auf der Matte ab. Zieh dein rechtes Knie zu dir heran, verschränk die Finger in deiner Kniekehle und streck langsam dein Bein. Atme tief und bewusst und mit der nächsten Ausatmung zieh dein rechtes gestrecktes Bein. Du kannst gerne auch höher gehen mit deinen Händen. Probier aus, was für dich angenehm ist. Mit der Ausatmung ziehst du dein gestrecktes Bein etwas zu dir heran. Mit der Einatmung wieder etwas lösen. Ein, etwas zu dir heran, aus, etwas lösen, ein, etwas heran, versuch, vielleicht kommst du deinem Kopf etwas näher, probier es aus, ein, wieder lösen, aus, heran, unterer Rücken bleibt in der Matte, ein, wieder lösen. Ein letztes Mal. Aus, heran, ein, lösen und Fuß ab. Linkes Knie heranziehen, Kniekehle oder Richtung Wade oder länger. Schultern sind entspannt. Na, darauf achte bitte. Mit der Ausatmung das Bein etwas heran, ein, gibt es wieder etwas weg, aus, heran, Schultern ganz entspannt, Schulterblätter Richtung Matte, ein, etwas weg, aus, näher heran, ein, wieder etwas entspannen.
aus, heran, ein, wieder weg. Letzte Mal, aus, heran, ein, wieder weg und Fuß. Füße haben hüftbreiten Abstand, Füße stehen parallel und Zehen zeigen zum kurzen matten Ende. Leg deine Arme seitlich ab, Kinn etwas nach hinten ziehen, Nacken wird lang, Schultern etwas mehr Richtung Becken schieben. Die Füße näher zum Gesäß heranziehen. Die Zehen, die Ballen, die Fersen kräftig in den Boden drücken. Atme ein und heb dein Becken an, Schulterbrücke. Verschränk die Finger ineinander, streck deine Arme, bring deine Ellenbogen nah zusammen, zieh die Schultern weg vom Kopf, Becken hoch. Mit der Ausatmung lass dein Becken etwas wieder runter, nicht ablegen. Mit der Einatmung komm wieder hoch. Drück den linken Fuß kräftig in den Boden, drück deine Ellenbogen in den Boden und rechtes Bein hoch. Mit der Ausatmung Fuß wieder ab. Einatmen, Bein wieder hoch. Aus, wieder ab. Letzte Mal ein, hoch, aus, wieder ab, Füße näher heran, rechten Fuß fest in den Boden rein, Ellenbogen in den Boden rein, Becken ist oben. Ein, Bein gestreckt, aus, Fuß ab. Ein, wieder hoch, drück die Ellenbogen in den Boden, aus, wieder ab. Ein, wieder hoch, aus, ab. Öffne die Hände, die Finger und lass langsam Wirbel für Wirbel dich zur Matte wieder rund. Breite die Arme weit zu den Seiten aus. Heb dein Becken nur ein klein wenig an. Zieh dein Steißbein wieder in die Länge und dann leg dein Becken wieder auf die Matte. Heb deine Füße ein wenig an. Knie, Füße bleiben zusammen. Und zieh kleine Kreise, erst beginnend mit kleinen Kreisen. Schau, dass dein unterer Rücken, dein Becken guten Kontakt hat mit der Matte. Lass die Kreise langsam größer werden. Knie, Füße zusammenlassen und den Kreis bitte jetzt andersrum ziehen. Knie gerne auch etwas näher zu dir heranziehen und etwas weiter von dir weglassen. Beende den nächsten Kreis in der Mitte. Setz deinen einen Fuß nach dem anderen wieder ab.
Füße etwas weiter weg vom Becken. Und dann öffne deine Knie, lass deine Knie nach rechts und links auseinander sinken. Die Fußsohlen locker aneinander gelegt. Leg deine Hände in deinen Leisten ab, auf deinen Leisten ab. Die Ellenbogen, zieh sie etwas zur Seite raus, entspann die Schultern, die Arme. Wenn du möchtest, wenn dir das angenehm ist, roll den Kopf gerne auf eine Seite, wenn dir das angenehm ist. Probier es gerne aus. Gib dein Becken ein klein wenig an, schieb dein Steißbein in die Länge und dann leg dein Becken wieder ab. Entspann deine Leisten, entspann den unteren Rücken, die Schultern. In dieser Position mehr und mehr loszulassen, dein Becken zu entspannen, Bauch, Gesäßmuskeln. Die Leisten. Behalte diese geschlossene Winkelhaltung bei. Schieb nur die Füße ein wenig weiter weg von dir. Und wer den Kopf auf eine Seite gerollt hat, bitte jetzt langsam zur anderen Seite rollen. Schieb gerne deine Ellenbogen noch etwas mehr zur Seite raus und lass deine Schulterblätter ganz entspannt in die Matte sinken. Entspann die Rückenmuskeln und erneut Bauch, Gesäßmuskeln, Leisten, die Beine. Schieb deine Beine in die Länge, lass die Beine nah aneinander. Leg deine Arme nach hinten über Kopf ab. Dein Kopf liegt wieder auf dem Hinterkopf. Schieb beide Beine zur linken Mattenecke rüber und beide Arme. Leg dein rechtes Bein über dein linkes Bein. Umfass mit deiner linken Hand dein rechtes Handgelenk. Roll deinen Kopf langsam auf die linke Seite. Nimm die angenehme Dehnung in deiner rechten Flanke wahr. Lass dich auf dieses angenehme Gefühl ein. Entspann die Finger, die Hände, die Arme. Die Schulterblätter. Rücken, Bauch. Beine und Füße.
dann löse wieder deine Arme voneinander, die Beine, schieb deine Beine zur rechten Mattenecke rüber, ebenfalls die Arme. Rechte Hand umgreift das linke Handgelenk, linkes Bein legt sich über das rechte, Kopf rollt nach rechts. Kannst du jetzt die Dehnung in der linken Flanke fühlen? Entspann wieder Schultern, Arme, Hände und Finger. Rücken, Bauch, die Beine, die Füße. Entspann dein Gesicht vollständig, Unterkiefer. Lass ganz los. Lass dich in die Position sinken und genieß das Loslassen. Löse deine Arme wieder voneinander, deine Beine. Bring die Beine, die Arme in die Mitte, wieder deinen Kopf auch wieder zurück. Atme tief ein und streck deine Arme, deine Beine. Spreiz deine Finger auseinander. Streck dich angenehm in die Länge. Fußrücken in die Länge, spreiz die Zehen auseinander, bring sie in die Länge, mach dich ganz lang, ganz lang. Und dann zieh die Knie zu dir heran, leg deine Hände auf deine Knie und schau mich an. Wer möchte, bleibt ganz entspannt liegen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Namaste, einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank für das Zusammensein mit euch.